So, hallo alle zusammen, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Gamengdo Zock Deus Ex Mankind Divided. Ich bin wieder euer werter Lornlynx und werde euch wieder heute weiter durch das Spiel führen und vor allem durch Prag. So, das letzte Mal ist eh nicht viel passiert, wir haben einfach nur ein bisschen die Stadt selber erkundet und eben in dem komischen Laden waren wir und jetzt werden wir einfach mal weiterschauen, was es noch für uns so zu entdecken gibt. Also, viel Spaß noch. Weil da halt wahrscheinlich auch doch viel zu holen ist. Ich find's cool, dass es so viele verschiedene Designs gibt von den ganzen Augmentierungen. Zum Beispiel hat anscheinend sie dann eine Ledergelenke und Lederhandsch. Dann Plastikglas. Oh, this is horrible. I have a job. I have a right to be here. I'm not dangerous. I just want to work. I would have had my papers renewed yesterday, but I couldn't get to work. The trains were still not running. It's not my fault. Der hat zum Beispiel auch wieder komplett andere Hände. Schon so ein bisschen Science Fiction, Star Wars mäßig. Oh, jetzt muss ich auch sagen, die Sprachausgabe ist wirklich gut. You know, I've seen this Rucker character being interviewed. No way he's a terrorist. No matter how that bitch tries to twist his words. Rucker, wer war das? Are you some kind of activist or something? Get a job. I wouldn't trust that puppet to read a grocery list. And I'm supposed to trust her opinion about this poor man? No way. Leave me the hell alone. Was mir gut gefällt ist, dass sie wirklich viele verschiedene Gesichter haben. Unless you're looking for trouble, keep moving, Clank. Die schauen da wirklich sehr realistisch aus. Ja doch, werden wir mal nicht einigen. Kriegen wir noch nichts davon, haben wir noch nichts davon, muss ich sagen. Ah, da kommt man laufen. Coole Werbung. Was steht da? There's a better solution. Ach so. Okay. Mood Stabilizer. Aha. Also, wie sagt man? Antidepressionsdroge. Interessant, dass das in der Zukunft anscheinend so offen betrieben wird, weil Writing-Gesellschaft hat das ja oft ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Niemand drin? Nope. Credits. Sehr gut. Was sind das? For a better life. Rest your org. Denke mal, hacken. Floss and Metals Computer. Puh. Kriegen wir wieder einen Guide zu dem Stealth-Modul, was wir einkassiert haben. So, mein da jetzt Reveal. Zwar Reveals und zwar Stealth. Da kennt man nicht ganz, was das ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Data Store ist. Achso, ich kann sie anklicken. Data Store, ja. Da haben wir Clearance. Moment, was macht die Clearance wieder? Events. Was hat die wieder gemacht? Clearance, so steht es. Lowers the rating of data stores by 2. Das war natürlich super. Was haben wir da noch so? Ich dürfte ein bisschen anders nicht mit der Maus umfahren kann. Was ist der Data Store?
Level 0 Directory. Level 3 Directory. Wow. Dann werden wir dann eh den Weg gehen. Also so, zack. Ah, da kann ich gar nicht in die Richtung. Das ist ja Arsch. Sieht das richtig oder hast du das? Ich kann in beide Richtungen. Naja, mehr mal. Dann machen wir das hacken. Dann haben die Clearance. So mit 45%. Wofür wir das nicht entdeckt werden. Wenn wir das hacken. Die alle fortifieren und dann Obi. Okay. Sehr gut, das haben wir mal. 60%, 45%. Mal erst einmal das da. Vielleicht können wir da noch entdeckt. Doch. Trace Program initiated. So, jetzt müssen wir schnell sein. So, und schaffen wir es. Access granted. Oh, es war knapp. 2 Sekunden, 2,4 Sekunden haben wir noch gehabt. Hätte man am Wurm einsetzen können, um das zu verhindern, aber hat geklappt. Ah, das sind da scheint auch umgezogen in das Santiao. Also ein Block da für die Augmentierten. To the City of Rabia in Oman. Mhm. Achso, der ist überhaupt, der arbeitet da. Still Fans. Floss and I do understand. Da scheint die beste Freundin gestritten. Santeo, nicht? Die geben vor. Ja, geben vor. Sie sagen halt, dass er sich wirklich. I love you, Flossy. Dass sie für die Augmentierten so das beste Heim haben und so. Aber es kommt ein neuer. Ah, ist ein bisschen Spanisch vor. Wir sehen das Rabia. Wo die anscheinend arbeitet. Taktische Schrotflinte. Taktisch unterm Bett versteckt. Du hast ja taktisch gleich mal ausgezogen. Ausziehcouch. Na, man braucht eine Kleidung. Crafting Parts und E-Book. Seite 1. Seite 2, boah, die war kurz. Ja, okay, das redet allein wieder kurz über den anscheinenden Zerfall von Amerika. Das ist ein cooler Tisch. Sehr modischer Stil. Das ist auch gut. Alles Bücher und dann eine Cornflakes.
Project Management, Mifs, Human Traffic, Child and Violence, Man in Armor, The Citadel of Arco, Solving Conflicts, Harry, Bayonets, bla bla bla, Using Force for Peace, also sind die überall die gleichen Bier. Being more effective als irgendeine sinnlosen. Gyroskopik Regulator. Okay. Wenn man das ist, wir nehmen es mit. Und schon wieder ein neues Bier. Pilser. Eine Crafting Barts. Ja, da kommen wir sogar auf. Stealing Jensen is watching you cooking. Passt auf das nächste Mal, wenn es was kocht, schaut's nach oben. Könnte sein, dass da oben ein Jensen auf den Cover schaut. Ah, da unten sogar so eine Werbeständer. Sehr lässig, dass die alle einfach so mir nichts, dir nichts ihre Wohnungen verlassen. Ohne, keine Ahnung, im PC vielleicht mitzunehmen oder abzuschalten. Keine Ahnung. Ja, das haben wir gerade gelesen. Okay, zugegeben, vielleicht sind sie ja noch nicht weg, vielleicht sind sie alle. Ah, cool, kann ich ja werfen. Vielleicht sind sie alle arbeiten oder was. So, aber mehr gibst du dann eh nicht mehr. Haben wir uns hier schon wieder ausgezahlt. Oh! Wieso ist da oben eine Matratze? Jetzt will ich wissen, ob man da rauf kann. Ja. Ja, tatsächlich. Hihi. Ah, niedliches Banner-Versteck. Floschter Standard. Und BDA gefunden. Welcome to Ad Astra. Oh, süß, dass die sich so um die Augmentierten kümmern. Ah, der scheiß Squall-Button. Durch dran. Ist doch mit Mausradeln um einiges angenehmer. Okay. Da scheint also da Gruppe, die sich treffen. Und wieso ist da ein Datenpfeil? Was gut wie viel Kaffee. Das könnte mir zu Hause sein, ja. So schaut's da aus. Ist das ein Chamäleon? Auf ein Botracer? Oder was? Das ist schwarz, wir kennen alle schon cool aus. So, über den Dächern von Prag, ja. Aber mehr ist da anscheinend nicht mehr. Ja. Schade. Hat sich fast ein bisschen mehr erhofft. Ist nur Trick, aber das sind wir anscheinend ein bisschen spoilt. Weiter offen geht's da auch nicht mehr. Vielleicht hätte man da durch irgendeine Wand brechen können. Vincent van Auk, also es ist die Kunstgalerie. Ja, jetzt hat man eben gesehen, hätte sie ja einen Icarus Strike benutzen können. Ah! War mal sogar so offen kommen. Okay. Well,
That was interesting, yeah. Hands Look, are I don't have any change. I swear, the ignorance of some people is beyond my comprehension. You see me reaching for my fucking wallet? Get out of here! So, teilweise Prager. Also, die Prager, entweder sie sind freundlich, oder sie sind arschig, was geht. Was anderes gibt's da nicht. Da sieht man ja überall die Neonsachen. Das ist die Bar von der Teresa. Stop the oppression. Achso, das ist der Wacker-Typ. Talos Wacker. Help us win back our freedom. Arc. Wetten, den treffen wir später. Und wetten, er ist auch von den Illuminati. Achso, die Vögel sind das. Ich hab mich gerade gefragt, von was kommen die immer die Schatten her? Sind da oben die Möwen, die was vorbeifliegen. Jetzt fällt mir erst das coole Blätterwerk auf. Scheint auch mal Herbst. Gott, wie da die Straßen ausschauen, gell? Schlimmer wie in Graz. Ja, zum Glück. Aha, hallo? Ups, das ist ja gar nicht mein Wohnzimmer. Ah, das ist wieder Adila. If you're not shopping, you don't need to stick around. Jetzt mir gefällt's da. It won't work. You're looking for the best prices in Prague. Not talking hot dogs here. If the hot dogs aren't your main business, why don't you have a store? See, this way, I get to keep my overhead down and pass on the savings to the customers. Entrepreneurial. Better believe it. What you got? Well, I got info. The kind that's worth something. Could always use reliable intel. That's a coole Mähne, der Typ. You couldn't. But for that, I only accept payment in Europazin. Oh, Himmel. No problem. What do you have? Wir werden alle in Europazin haben. Info. Super. Info ABC. Das könnte jetzt irgendwas Nützliches sein oder irgendwas komplett für den Arsch. Maybe I'll come back later. Whatever. Suit yourself. Brauche ich einmal nix, danke. Das sollte seine Geschäftsidee doch ein bisschen überdenken. I'm watching you, friend. No weiblicher Bodyguard, gibt's das? Buy what you need and clear out. Ist das die Nikita? And don't get too aggressive with the haggling either. Get it? Good. Okay, sonst gibt's da eh nix. Anscheinend. Nur den Dealer-Tipp. Da. Werden. Da kann ich offen. Da will ich offen. Kann ich offen, hopp. Sit. You should think about signing up. Was hat er gemacht? Signing up, Sally? Das ist ein nettes Meierle da. Sowas hätte ich auch gerne immer. Mein Garten. God love Ox. Hui, hat sich ausgezahlt. Medical Box. Nur ein paar Szenen. Painkillers. Noch Abbeville Software. Sehr nice. Sieht sich auf jeden Fall aus. Das Hupfmodul. Ah, da drüben kommt man rein. Ja, das ist hier wieder mein Appartement. Aber ja, jetzt muss ich einmal hintergehen. Hat lang genug gedauert. Und unseren Mr. Servif dir zur Rede stellen. Oder den Verrückten. Ich hab schon gedacht, dass das Stufe 2 ist. Da können wir ja mal nichts hacken. Da waren wir schon. Das sind wir Außengang damals, genau. Na, da sind wir Außengang. Da geht's ja nochmal offen.
So, wieder mal zurück ins Trauteheim. Und da ist wieder der Dealer, der uns fast über den Haufen geschossen hätte das letzte Mal. Das kennt ihr schon, vielleicht komme ich da hinten rein. Jep. Oh shit, da sind die Fenster zu. Schade. Das heißt, das bringt mir da gar nichts. Aber da drüben komme ich rein. Kinderzimmer. Nichts ist vor Adam Jensen sicher. Stockbett. Du vielleicht eine Schrotflinte unterm Bett? Nope. Ein riesiges Bett. Oder unterm Polster? Schrotflinte? Nope. Auch nix. Ah. Da kann man durchbrechen. Da kann man mal noch vielleicht trotzdem noch zu dem Dealer rein. Damit muss man echt langsam überlegen, ob ich mir das die Augmentierung als nächstes hol. Weil anscheinend gibt es wirklich viele Orte, wo man rein kann. Ist da sonst nichts in dem Raum? E-Book. And build basic humanity. Aha, das ist eben von dem Delos Waka Hetzan. PhD, der Angeber. Seite 1, Seite 2. Ja, also da redet er eben darüber, dass Menschheit mehr wieder zusammenkommen soll. Bla bla. Und eben für die Augmentierten wieder. Da wieder Zeitung. Wieder eine Nachricht mit unserer Eliza gesehen. Mit dem Zwinker. Live-Zwinker von Bikers. Also die hat gerade drüber geredet. Dass du anscheinend, dass sich der Augmentierte ein Flugzeug zerrissen hat. Die Piloten zerrissen, muss ich sagen. Bei hoch mal ein bisschen zu. Ah, das ist wieder der Typ, über den wir gerade gelesen haben. Was the non-augmented peoples of the world have failed to grasp is the incident was a tragedy for all. But it wasn't all of humankind who went crazy, Dr. Rucker. The loss of life on both sides was considerable, but instead of healing and dialogue, fear of the augmented has turned to hatred. Surely you cannot claim to be mistreated by governments when they have spent taxpayer money to build special living quarters for you and your kind. When legislation forces augmented people out of their homes and into sequestered environments, there's no reason involved, only fear and expedience. That is why I moved to the Utelek complex. I thought you were forced to leave your native Germany. Were there not allegations that you... Those accusations were false. When I arrived in Prague... There was a terrorist bombing at a local church. But ARG had nothing to do with that. We are... A non-violent organization. Yes, yes, you said that. Das war sehr... wie nennt man's? Interview. Nicht... unvoreingenommen. Live, Zwinker. Genau, unbiased.
Das war die gerade unbiased Interview. Hat sie eher zerrissen im Interview. Also die Hunter anscheinend auch sehr anti-Org Richtung genommen. Was mich wundert. They claim the US government is not doing enough to protect them from augmented crazies. In China, meanwhile, Bundeswehr? Protesters demanding freedom and basic human rights for all, regardless of augmented status, have been imprisoned by the Chinese government. Nachbarschaftswehr oder so. In apparent retribution for that act, vigilante hackers tied to the Juggernaut Collective have crashed the Shenzhen Stock Exchange. Mm. Juggernaut Collective. These are troubled times. Yes, Fox. This is Eliza Kazan, reporting to you live. Live? Zwinker? So anscheinend der neue Satz. Die neue Parole. Yes, Fox. Was ist das? Achso, irgendeine Kaffeedose oder was? Ah, Santiago Group. Hat man gerade gesehen. Der ist hier schon wieder. Designed to promote the creation of safe and secure housing complexes where oppressed groups can live and work free from persecution. This international civil engineering and action plan is the brainchild of Santo CEO Nathaniel Brown. Its flagship project, a glittering engineered city named Rabia, is slated to be publicly unveiled at one of Brown's upcoming safe harbor conventions. Für die Augmentierten. I, for one, cannot wait to learn more. This is Eliza Kassel. Wo ist der Zwinker? Reporting to you live. Live. Also wie ihn Zwinker nachmacht, das müsst ihr selber vorstellen. Aber ist witzig, dass sie da so gegen die Augmentierten sind. Ich glaube, das war im ersten Spiel noch komplett anders. Ja, da ist wieder die Nachricht, was wir sehen. Ja, der Typ. Den kann man hacken. Oh nein, kann man nicht hacken. Stufe 2. So, na schauen wir schnell nochmal, ob wir da alles haben. Da ist auch nichts mehr drin. Nope, 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 nope. Da? Nope. Natürlich ist er Wissenschaftler. Expansion, Thermodynamics, Schlagwörter. Was steht da? Weekend List. Bier, Whisky, Smokes, Whistle, Undies, Socks, Poncho. Lucky Toothpick, Styro 4, Winds, was das, da kenne ich jetzt nicht, Rope Camera, das klingt ganz so, als möchte er an Western, sich in einem Western-Foto filmen lassen, mit dem Poncho und mit dem Lucky Toothpick, mit dem Whisky, Whistle, Smoke, ganz wieder, wie heißt er denn? Ah, der bekannte Western-Schauspieler. Na, gibt's das jetzt? Wird's mal selber nicht mehr ein. Egal, das wisst ihr, wenn ich mein. Den Unbekannten. So, da haben wir auch alles durch. Schaut gut aus. Da hätten wir durchbrechen können. Ja, ja. So, dann gehen wir wieder am Laufen. Hopp. Hallo, ich wohne jetzt da. Kein Problem. Da war wieder der Typ drin. Da hinten sind wir nicht reingekommen. Durchbrechen, das war wahrscheinlich da wieder sitter Überwachungsgitter. Ja, wirklich überlegen wert. Warte mal. Da auch eine. Ah ja. Jetzt ein Fenster. Dann machen wir es auch gleich einmal. Oh mein Gott.
So. Ja. Nett irgendwie, dass du sogar seht da eine Knopf Jumping Bustle Sum. Fast schon. Hallo? Wer da haben? Nope. Sit. Schmuck eingerichtet. Aha. Ah, das kann man benutzen. Was beobachtet ihr? Hey! Ist das nicht mein Zimmer? Ist das nicht meine Wohnung da oben? Hoppala. Ich geh da wieder außen. Achso. Ja. So, es ist eindeutig meine Wohnung da oben. Tut der da uns stalken? Hey, Katzen. Ein Katzenbaum. Katzenschlafplatz, Katzenposter. Kommt vor, du Montag Katzenfan. Da ist nix. Nope. Und ein Bärenfan. Scheint da. Ah, ist ein Schrank. Den kann man nicht aufmachen. Nope. Schöner Kerzenleuchter. Schaut kuschelig aus. Ah, okay. Handtasche. Der noch zu urteilen, wo du eher Frau. Ah, schon wieder kotzen. Dancing Cat! Das ist cool. Hey, Dancing Cat! Oh Gott, und überall. So ein Kotzenspielzeug um eine Stuffmaus. Hey, coole Kotzenstatue. Schaut classic aus. Was? Nippy Cat. Aha. Kotzenfutter wahrscheinlich. So. Kann sein, dass du eine verrückte Kotzenfrau wohnt, die was uns stalkt. Ah, das war's. Painkillers. Deria Muska. Okay. Ui. Rating 4. Wow. Wir haben noch nie gesehen. Vor allem nicht in der Wohnung von einem normalen Arbeiter. Oder du? Schön ausschauen tut's. Du hast schon wieder Kotzenbaum. Kotzenklo. Don't forget. New Gloves Bear. Floor Detergent, Kitchen Detergent, More Detergent. Weiß jetzt nicht genau, was Detergent ist, aber ich glaube, das war so ein Reiniger. Tupai. Cat Food, Cat Litter, Cat Toy, Cat Nip, Cat Booster, New Cat. Okay, das erscheint absolut kotzenverrückt. Damit die kleinen Post-its. Kotzen drauf gemalt. Miau. Burr, burr. Ist anscheinend wirklich nicht ganz fein und die Dame, die wo du wohnt. Bier. Nehmen wir immer gern mit. Ah, da ist Kotzenfutter. Natürlich. Oh, schon wieder so der Kotzenbox. Das finde ich auch super, wie anscheinend niemand in Prag es schafft, den Fernseher auszuschalten, bevor sie abhauen. Was ist das? Ah, das ist anscheinend, dass sie da Reiniger. Sie haben wenigstens die ganzen Kotzen. Verlässige Couch, die gefällt mir. Super Textur. So, jetzt bin ich die verrückte Katzenlady. Adam Jensen, die Katzenlady. Das Advanced Neurological Treatments for Social Phobia. Okay. Da ist schon wieder Sitter. Spiegel verkehrt. Ich hab da uns einfach mit den Texturen irgendein Dreck gemacht. Super Electro Magnetic Fields. Aha. Okay. Also die Frau, die wo du wohnt,
wissen wir jetzt, sie ist kotzunverrückt. Sie braucht ganz viel Reinigungsmittel. Sie hat anscheinend soziale Phobie und interessiert sich für super elektromagnetische Felder. Okay. Das klingt ganz wie ein Klischee irgendwie. Katzenlady-Klischee. Ah, Credit Chip. Wow. 3050. Achso, so viel Hobby. Oh, da ist noch nichts mehr. Nope. Da nur mal einer. Was soll das sein? Mannstäbchen oder was? Ah, da ist noch was drin. Ah, noch was passieren. Das ist wahrscheinlich eine augmentierte. Ah, noch. Hey. Cool Cat. Aber mit K, bitte. Besen kann man. Ah! Da waren wir vielleicht auch reingekommen nachher. Sonst ist da eh nix. Nope. Dann gehen wir da gleich mal ein bisschen umkriechen. Oh, wo geht's denn da? Ah, da geht's außen. Das ist cool. Unten in die Gasse. Du, da ist komische Chamäleon. Haben wir schon wieder einen Ausgang gefunden. Können wir weiter aufmachen? Nope. Nope. Naja, okay. Gehen wir halt wieder außen. Tschüss, Katzenlady. Obwohl. Als Mächti. Möchte den doch irgendwie gerne hacken, aber Stufe 4? Ah, warte mal, genau. Ich hab da ja die Teile. Multitool, kann die auch dazu verwenden? Effortlessly bypasses any hackable electronic device, thus allowing you to gain access to keypads and computers. Ah ja, anscheinend. Und ob ich E3, ja? Das coole ist, die kann ich jetzt eh. Gut, dann tun wir es auf 0. Die kann man jetzt eh selber craften. Ah. Möchte wissen, das ist sicher irgendein E-Mail, wo es um Kotzen geht dabei. Na also, Adam Jensen, der Profi-Hacker. Safety first. From Cat Atonic. Fellow Cat Lovers, natürlich. Murder of yet another of our own has created the demon certain first Leonie and now this. The world is a broken milk bowl that can never be filled again. To cancel our classes pending the police investigation. Huh. Remember, I'm a mouse click away if anyone needs me. Meow meow. Ah, okay, das scheint. Verschwinden oder sterben, anscheinend die Kotzen. Ja, hoppla. Nicht auspacken. So. Ja, ich wohne jetzt da. 110 Knit. Da waren wir noch nie drin. Ja, da ist wieder wer. Hallo. Please, leave me alone. Okay. Wendum irgendwas? Das ist ganz fertig. Ah. Worse alive. Hey, Credit Chip. Der hat ja nichts dagegen. Gehen wir da seinen Status gleich mal ausnutzen, dass er voll fertig ist und starten wir alles, was die Disk genagelt ist. Typisch Deus Ex Style. Nochmal Credits. Wir sollten ja so oben. Ah, Drucker! Weg damit! Was? Oh. Das Fenster zuerst aufmachen war vielleicht auch eine gute Idee. Ah, da sieht man jetzt.
Da, Obi. Zu dem komischen Dealer. Über den Dächern von Prag, ja. Trashbin. Ja, das schaut nicht ganz aus wie die Frau. Himmel, ist dumm halt. Du vielleicht da Strom findest unterm Bett? Nope. Und weißt du, keiner, was Sicherheit bedeutet? Muss man immer Strom finden unterm Bett haben. War ein paar Schuhe. Ah, nochmal ein Credit-Chip. Ah, noch irgendeine Bilder. Von einem Kino, so wie es ausschaut. Was entziffern? Code 350948. Restructure Workflow. Werfels. Diese nicht. Der interessiert sich natürlich auch dafür. So Schlagwörter wie. Was? Da kennt ihr sich dann Visionary Credible Head. So, das könnte aber von einem Autor sein. Die holen sich oft so. So Schlagwörter. Und setzen die zusammen. Oder Poet, muss ich sagen. Ha, ganz wie ein Lippenstift. Ein BH. Ah, deswegen wird der Typ so heilen. Ist wahrscheinlich die Frau weggelaufen, oder was? Da hängt noch ein BH. Da noch ein BH. Jetzt ist nur die Frage, wieso sind da zwei Betten? Wieder die Fotos. Entweder sie ist ein Opcode oder sie ist gestorben. Eins von beiden. Ah, da ein Whisky gleich daneben. Hey! Ah, Crafting Part. Jetzt habe ich schon gedacht. Das ist eine Pistole oder was. Können wir uns vielleicht einmal einhacken bei dem da? Oliver Pertlot. Oh. Ist ja Stufe 4. Himmel. Aber. Hoppala. Vielleicht ist ja das Passwort. 350948. 358 war es, glaube ich, oder? Nope. Aha, da hat man auch drei Versuche. 350? Achso, nein, 48. Ups. 340948. Nope. Steht vielleicht noch anders da? Es ist 350. Ah! Da lackiert man wieder mal super. Ein kurzer Gedächtnis. Also. 350. 948. Nope. Hat das Wasser gehabt. Und der meint eh nichts. Der ist doch wahrscheinlich komplett fertig. Oh, Stash. Nice. Credit Abwechsel Kit. Super. Können wir uns dann später gleich wieder was aufleveln. So, ja, bleib stark, mein Freund, sag ich mal. Ich bin jetzt weg. So. Ah. Eviction Notice. Aha. Der wird anscheinend Außencode auch noch aus der Wohnung. Ja, super. Den trifft anscheinend alles auf einmal. Was machen die da? Go back to Golem City. What God gave you wasn't good enough, was it? Now look. You brought this on yourselves. Ja, ja, genau, das waren die Drogenjunkies. Ich hab blaue Plane. Okay, da waren wir jetzt drin. Da war die Frau der Katzenlady. Dann bleibt eh nur mal der Stock. Mit unserer Wohnung. Was war da?
Achso, das haben wir schon durchsucht. Kommandor? Ah, nee. Ah ja, wieder. Natürlich wieder das letzte Fenster, wie soll es anders sein? Müssen wir wieder mal unsere Sprung. Oh scheiße. Wollte gerade sagen, unsere Sprungkünste unter Beweis stellen, ja. Wupp. Die Leute müssen sich denken, was macht der Verrückte da? Ah, nix, ich. Parkour, nicht? Genau. Das ist mein Ausritt jetzt. Parkour. Adam Jensen ist extrem Parkour. Woo! Na, ist so. Schrein da. Oh! Hallo! Was hat der da für Party? Some of us remember, Builder. Oh, okay. Du hast wahrscheinlich gerade in einem satanischen Ritual. Do not despair. Ja. Some of us remember, Builder. Kalt ist der. You are here to see the Builder? He has been asleep, but I cannot wake him. I do not know if he will recover. Asleep, ja. Ich glaube eher, der ist tot. The mother has said that he has lost faith and that we should shun him. But I cannot abandon so easily. Ich bin anscheinend der Seeker und das ist der Bilder Joseph Seaburn. Na, ja, der braucht's eh nicht. Obwohl. Do not give up faith. Schlaft aber wirklich leid. Überall Kerzen. Da hat er eine perfekten Lampen, aber na. Es müssen 10.000 Kerzen angezündet werden. Stempel ist ja so ein Chip. Es muss auch Arbeit sein, die ganzen Kerzen da anzuzünden. You gave us the means for our salvation. Eine Blutkonserven, Kühlschrank. The singularity is near, Sever. Was da so abgeht, möchte ich noch nicht genau wissen. Scott, Void. The singularity is near, Sever. Irgendeine Transmutationszirkel. I pray that the mother will change her mind. Und dann, ja, dann das. Was auch immer das ist. Irgendein Komma oder sowas. Do not despair. Meine Kabel. Some of us remember, Optical Stream. Lost Tolerance. Do not give up faith in the church. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, du hast jetzt da. We will all find our way to the machine. EKG-Haube. So wie das ausschaut. Curvent Catalyzer. Cellular Bot. Ja. Der Kopf ist da Cellular Bot anscheinend. Schaltpläne. Ist eine Formel. Was? Technological Consciousness through Electric Current. Aha. Also technologisches Bewusstsein durch elektrischen Strom. Ist das Magnetism Density Frame? Some of us remember, Builder. Also anscheinend schicken sie da Strom durch die Kabel durch, erzeugen damit so ein Magnetfeld, das anscheinend durch die komischen Kreise sind. You gave us the means for our salvation. First Law. Do not veer now. Kinetic Energy, Second Law. Dann wieder Optical Stream. Must hang on. Freeway Pulley Circular Support. Da ist irgendeine Bilder. Do not give up faith in the church. Aber da werden wir sicher noch, wenn wir die Electrical Church oder wie die heißt, erkunden, werden wir sicher noch mehr. Ah, sehr viel. Wenn wir noch sicher mehr auf so an so eine Grafel stoßen. Vielleicht werden wir es nachher entschlüsseln. Und da haben wir nichts mehr. We'll all find our way to the machine god. Ja, ja. Dann mach ich lieber die Tür zu. Wenn es ja nicht geht. Waschmaschine. Oh! Da wieder ein Kuriosum. Der hat wenigstens alles so eine Technikteile umliegen. Irgendwas zur Katzenlady. Neues Buch. The Machine God. Okay, wieder gleiche wie vorher. Seite 1 und Seite 2. Okay, alle, da kurzer
kurze Propaganda. Crafting Parts. Das, die glauben also eben, dass die Augmentierten die nächste Stufe der Evolution darstellen und die Auserwählten vom Maschinengott sind und so weiter. Das Übliche. Crafting Parts. Ganz schön viel Crafting Parts da. Sicher auf jeden Fall ausgezahlt. Da, nicht einbrechen. schon wieder Drucker. Wut steigt. Reiß dich zusammen, Adam. Und, ja. Und da ist dann das. The Void Witch Binds. Okay, ich hab schon zuerst gedacht, das ist ein echter Mensch, aber ist nur ein Mannequin. Mit einer seltsamen Haube. Mit hinten ein paar Sägebohrern oder wie die heißen da. Controller, alles Motherboards und ja, schaut auf jeden Fall cool aus. Das muss man sehen lassen. Aber Verrückte machen meist die beste Kunst. Oder die Kunst macht die besten Verrückten. Das kann man nochmal sinnieren. Jede Menge Hacking-Software. Sehr schön. Überall Server. Schon wieder Drucker. Alle Drucker müssen verbannt werden. Wie wir die Kirche der Nicht-Drucker machen. So. Ich bin jetzt ein PC. Ich bin aufgestiegen. Ich bin die nächste Stufe der Evolution. Der Adam Jensen PC. Wise up. Hey. Das ist eigentlich das Motto von Street Fighter. Crafting Parts. Crafting Parts. Und ein Fernseher im Board. Der aufs Rauschen eingestellt ist, weil wieso nicht? Ja, ich muss sagen, aber wenn das alles ziemlich verrückt erscheint, so ist mal der Typ noch immer ziemlich geheuer wie die Kotzenlady. ja, ich wohne jetzt. Hab meinen Schlüssel wieder gefunden. Danke. Aber. Jetzt haben wir es doch endlich. So, dann seltsam mögen. Endlich wieder nach Hause geschafft. Und ja, das hab's es richtig erwartet. Jetzt werden wir erst einmal gechillt eine Dusche nehmen. Und zu eng sage ich dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, ich kann euch dann wieder begrüßen. Ciao, ciao. Oder wie es die Leisacke-Sen sagen wird. Shit, wird es jetzt wieder gesagt? Ja, auf jeden Fall. In Zwinker müsst ihr denken. Tschüss.